Wer nicht weiß, wie US-Kampfdrohnen aussehen oder wo geheime amerikanische Militärgefängnisse sind, sollte jetzt aufpassen. Trevor Paglens Fotos zeigen es. Keine Panik, ihr braucht keine Brille. Wir wollten nur mal zeigen, genauso rätselhaft sehen viele Fotos des amerikanischen Künstlers Trevor Paglen aus. Zum Beispiel die Aufnahme einer Abhörstation der NSA mitten in den Wäldern von West Virginia. Oder dieses Foto von einer Drohne des US-Militärs. Eins haben Paglens Bilder alle gemein. Sie zeigen Orte und Dinge, die es offiziell gar nicht gibt. Ich will Kunst machen, die uns hilft, dass wir den historischen Moment, in dem wir gerade leben, auch erkennen. Ich meine das zu 100% wortwörtlich. Ich möchte Kunst schaffen, die uns im wahrsten Sinne des Wortes lehrt, wie wir unsere Augen benutzen müssen. Das ist ein fortlaufendes Projekt, denn die Welt ändert sich kontinuierlich und man muss immer wieder aufs Neue lernen, wie man die Welt sehen muss. Fast jeden Tag. Mit seinen Fotos will Trevor Paglen zeigen, dass unsere Freiheit durch staatliche Massenüberwachung und militärische Kontrolle gefährdet ist. Er hofft, dass die Dinge, die er fotografiert, bald verschwinden. Wie mächtig das US-Militär ist, lernt Paglen schon als kleiner Junge kennen. Er wird auf einer amerikanischen Air Force Base in Maryland geboren. I grew up inside the military. Ich bin quasi in der Armee aufgewachsen. Mein Vater war Arzt bei der amerikanischen Luftwaffe und deswegen sind wir in meiner Jugend oft umgezogen. Das hat meinen Blick auf die Welt verändert. Mir ist die amerikanische Militärpräsenz auf der Welt viel bewusster. Wenn du da drin steckst, wird dir einfach klar, dass das US-Militär Stützpunkte in Korea, Japan, Deutschland, Großbritannien, auch im Nahen Osten, eben auf der ganzen Welt hat. Man versteht die US-Präsenz einfach besser. Wirklich sesshaft geworden ist Paglen immer noch nicht. Um seine investigativen Fotos zu schießen, reist er um die halbe Welt. Afghanistan, Südamerika, Bahamas sind nur einige seiner Ziele. Außerdem pendelt er momentan zwischen seinen Studios in New York und Berlin hin und her. Das ist einer der Orte, an denen ich arbeite. Hier laufen gerade mehrere Rechercheprojekte parallel. Im Grunde verteilen sich Stücke meines Gehirns über das ganze Büro. Viele von Paglens Motiven, wie diese Drohnen, sind kilometerweit entfernt. Er muss meist Berge erklimmen, um sie zu sehen, und benutzt eine teleskopartige Kamera. Eine professionelle Ausbildung als Fotograf hat Paglen nicht. Er gerät durch Zufall hinter die Kamera. Ich bin mir nicht so sicher, ob aus mir wirklich ein professioneller Fotograf geworden ist. Als ich zur Kunsthochschule ging, war es so, entweder du bist ein Maler oder du bist alles andere. Ich war alles andere und ich wollte lernen, ob es möglich ist, Militäranlagen, die 20, 30, 40, 50 Kilometer entfernt sind, zu fotografieren. Als ich dieses Projekt begonnen habe, wollte ich eigentlich mit einem professionellen Fotografen kooperieren, um dafür ein System zu entwickeln. Aber jeder Fotograf, mit dem ich gesprochen habe, sagte mir, das sei unmöglich. Und deshalb musste ich das selber machen und lernen, wie es geht. Doch manchmal fotografiert Paglen nicht aus großer Entfernung, sondern er steht bloß auf der anderen Straßenseite. So hat er zum Beispiel dieses amerikanische Geheimgefängnis in der Nähe von Kabul aufgenommen, in dem Insassen gefoltert wurden. Dort war es total dunkel. Es gab kein Licht und die Gefangenen waren an einen Balken an der Decke gefesselt. Und dann wurden sie dort einfach so hängen gelassen. Tagelang baumelten sie so an der Decke. Und manchmal spielten die Soldaten ihnen sehr laute Heavy-Metal-Musik vor. 24 Stunden, nonstop. Die amerikanischen Soldaten haben unheimliche Sachen mit Stroboskoplicht gemacht. Sehr, sehr gruselige Sachen sind da vor sich gegangen. Das Unsichtbare sichtbar machen. Dafür lernt Paglen sogar tauchen.
Unter Wasser fotografiert er Internetkabel. Doch das sind nicht irgendwelche Glasfaserkabel. Paglen lichtet genau die Stellen ab, an denen die NSA unsere Daten abzapft. Damit will er das Thema Massenüberwachung transparent machen. Ich möchte gerne ein visuelles Vokabular entwickeln, das man benutzen kann, um der Welt einen Sinn zu verleihen. Wenn man zum Beispiel an das Internet denkt, stellt man sich das als abstrakte Röhren und Lichter, die rumfliegen, oder Dinge im Himmel vor. Man kann es sich eben wirklich sehr schwer vorstellen. Es scheint überall und nirgends zu sein. Aber so funktioniert das Internet überhaupt nicht. Das Internet besteht aus Kabeln im Boden. Und genau das möchte ich zeigen mit meiner Arbeit. Ich möchte einen anderen Weg schaffen, wie man Dinge sieht. Was